Hallo, seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich habe mir wieder Verstärkung mitgebracht. Und ich muss jetzt zu Anfang sagen, bitte verzeiht uns. Sollten wir etwas laut sein, etwas zu albern sein oder so. Aber wir haben gerade vor 20 Minuten unseren Jahresrückblick gedreht. Ja. Und dabei... Es war etwas feuchtfröhlich. Etwas getrunken. Oh, ich spuck auch schon. Deswegen sind wir eigentlich auch noch... Also wir haben uns zwar noch ein bisschen umgezogen, beziehungsweise ein bisschen anders angezogen, aber wir sehen sehr edel aus, als wenn wir auf einer Beerdigung wären, oder? Aber es ist kein Grund zur Trauer. Nein, es ist kein Grund zur Trauer. Nein, im Gegenteil, es ist ein Gewinn. Es ist ein Gewinn. Und das wortwörtlich. Ach. Ja, ich habe gewonnen. Er hat gewonnen. Dann mache ich einmal an so einem Preisausschreiben, nehme ich einmal teil und habe tatsächlich was gewonnen. Ja. Und zwar habe ich bei Ralfs Unboxing gewonnen. Liebe Grüße an Ralf. Liebe Grüße an Ralf. Der bei seinem Tausender-Special einen richtigen Batzen an Filmen verlost hat. Ja. Und von daher wären wir gleich bei einer zweiten Sache, weil viele wünschen sich ja hier, auf ich packe aus, dass ich auch mal wieder ein paar Filme zeige. Jetzt kann ich zeigen. Jetzt kann er zeigen. Jo. Er hat nämlich einen Megahaufen an Filmen gewonnen. Ah, der Ralf mich eben auch gebeten hatte oder auch geschrieben hatte, wäre ja cool, wenn ich es auch zeigen würde und so, ne? Machen wir das nämlich auch. Machen das Paket wir ist heute angekommen. Ein bisschen verbeult hier unten. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Von weit, weit entfernt. Einer sehr kleinen Stadt, lieber Ralf. Wir mussten tatsächlich mal googeln. Ja, war interessant. Sehr interessant. Ich wohne ja sehr auch in weit, so einer total kleinen Stadt. Scheint sehr einsam zu sein bei dir. Ja, das kenne ich. Aber gut. Wir haben hier ein Paket. Jo. Und Jenny macht das nämlich auf. Ich mache das auf. Und oh, wow. Oder vielleicht erstmal auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben eine Schere. So, ich bin ja jetzt schlauer geworden. Ich weiß, dass die Schere überhaupt... Boah, ich mache das auf. Okay. Ja. Und jedenfalls ein paar richtig coole Filme in schönen Editionen. Tatsächlich. Aha, in richtig so genau habe ich es mir noch gar nicht angeguckt. Ich hatte aber auch von mitgemacht. Daher, mal schauen. Ja. Aber ich hatte nur mitgemacht, weil ich es dann sowieso ihm gegeben hätte. Boah. Ja. So selbstlos ist sie. Ah, so selbstlos bin ich. Wäre da was bei gewesen, was ich haben wollte, dann hätte ich so, nicht abgegeben. Ist so, offen. Ich habe aufgemacht. Also, oh, wir haben direkt schon eine Zeitung. Zeitung. Haben wir die auch von deinem Örtchen? Zeitung was haben von wir denn hier. Da Spannendes? Hier. Mittwoch, 19. September 2018. Ist ja schon älter. Das ist ja schon ewig alt. Sammelst du Zeitungen? Stimmt. Naja, EU-Ermittlung gegen mutmaßliches Autokartell. Boah, neue Funde in Belgien. Angst hier vor Schweinepest ist grenzenlos. Ich hab Kim Jong-un. Ah, der alte hier. Hier, Nordkorea, hier. Und Südkorea-Präsident Moon Jae-in. Boah, was sagt er denn so? Liebe wir Grüße an den Ralf, haben, oder was hat er geschrieben? So getroffen. Hört man uns überhaupt bei dem ganzen... Hier ist ein Kinderkonzert. Weiß nicht. Hast du überhaupt das Mikrofon angemacht? Sinfoniekonzert. Ich hoffe, ich hab's an. Ach, also ich sehe hier schon Filme. Große Autoschau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Filme sehe ich. 9. Boah, krass. Das ist schon heftig. Also, was du da rausgebuttert hast, muss ich schon sagen, mein lieber Scholli. Mein Scholli. Die sind ja alle von einem Label, glaube ich, ne? Und das richtig mitbekommen. Du wolltest deine Zeitung jetzt loswerden, ne? Weil die sich schon so lange, seit September bei dir rumliegt, hast du gedacht, jetzt wirst du die mal der loswerden. Der Ralf hat uns das gegönnt. Zeitung, Zeitung. Vorsicht. Zeitung. Allerdings die Filme jetzt drauf. So, fangen wir mal an. So, soll ich jetzt hier was geben? Gib uns mal einen Film und erzähl uns mal. So, was hast du ich habe hier. Der Tag, an dem die Erde stillstand. Geiler. The day the earth stood still. Und zwar nicht der mit Keanu Reeves, sondern das Original. Mit Michael Rennie, Patricia Neal und Hugh Marlowe. Yo, ich habe den. Vom Filmkonfekt. Ich habe den auf DVD in einer sehr schönen Special Edition. Auf Blu-ray habe ich den noch nicht. Klasse Film. Ich hoffe, ich kann das ein bisschen näher ranzoomen. Auf jeden Fall gezeichnetes Cover. Ich habe vergessen, fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, die zweite Kamera anzumachen. Tja. Blöde. Ich zoome es ran. Jedenfalls hier, der Tag, an dem die Erde stillstand. Cool. Schöner Film. Mhm. Dann haben wir jetzt hier Kirk Douglas, Wege zum Ruhm. Pass of Glory. Wow, Kirk in der Happy Douglas. Birthday Edition. Wege zum Ruhm mit Kirk Douglas.
habe ich jetzt gar nicht mehr so vor Augen. Ich meine aber, ich hätte den auch auf DVD im Schrank stehen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Stanley Kubrick. Ich erinnere mich nur sehr schwach, wenn überhaupt. Ja, ich gar nicht. Du gar nicht? Nö. Was sagst du denn zu Kirk Douglas? Ja, sieht ganz ehrfürchtig aus. Nie gehört, ne? Ja. So. Jetzt kommt The Train. The Train, Burt Lancaster. Ab 18. Sehe ich auch gerne. Burt Lancaster. Alles so alte Schwarz-Weiß-Schinken. Burt Lancaster finde ich mal cool. The Train. Also, alles bis jetzt Schwarz-Weiß-Filme, oder? Das war nicht, wie hieß der nochmal mit Frank Sinatra, der mit dem Zug? Das war auch so ein Kriegsfilm. Den habe ich auch auf DVD, der ist auch richtig klasse. Sind das alles hier Schwarz-Weiß-Filme? Ne, ich glaube nicht, nicht alles. Sah alles so aus. Die zwei jetzt. Ja, oder die drei. Schon. Ja. The Train, ja. Blu-ray-Premiere inklusive Kinoplakat. Kinoplakat finde ich immer ein bisschen Quatsch hier bei diesen Veröffentlichungen. Da hast du den Knick in der Mitte, also die sind ja gefalten und so. Von daher finde ich immer ein bisschen blöd. Wer hängt sich die Dinger auf? Dann haben wir Zeugin der Anklage. Witness for the Prosecution. Kann ich das hier irgendwie... Prosecution. Ha. Zeugin der Anklage. Ist das mit Dingens? Ja, Marlene Dietrich, ne? Jo. Ah, der war klasse mit Charles Laughton. Tyron Power, ja, schöner Klassiker. Habe ich auch sehr oft gesehen, auch schon als Kind und so. Richtig toller Film. Aber auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich kann zu keinem einzigen was sagen. Dann weißt du ja, was wir heute Abend alles gucken, ne? Oh, oh. Alle Filme, die... Ja, ja. Oh, ja. Der ist hier nicht in Schwarz-Weiß. Duell am Missouri. Wow, mit Marlon Brando? Jawohl, jo. Und Jack Nicholson. Oh, Uah. Jetzt sehe ich hier was für dich. Wen kennst du davon? Marlon Brando oder Jack Nicholson? Beide. Beide kennst du? Ja. Hey, kennst du Marlene Dietrich? Ja, kenne ich auch. Duell am Missouri. Ich sehe jetzt aber was da anderes. Da weiß ich aber nicht mehr, ob ich den gut fand. Muss ich noch mal gucken. Erinnere ich mich nicht mehr so dran. Ich glaube, das war schon so ein Spätwestern, so ein 70er-Western, oder? Ja, 76. Die finde ich immer so ein bisschen... mal gucken. Ich sehe jetzt was anderes, was ihm gefällt. Jo. Und zwar Dressed to Kill. Dressed to Kill gehört sogar zu meinen liebsten Filmen. Oh, das ist voll sein Ding. Brian De Palma, Angie Dickinson. Hier muss ich sagen, den habe ich tatsächlich in dieser Edition und zwar von der Ische hier bekommen. Erinnert die sich wahrscheinlich nicht mal mehr dran? Doch. Doch? Doch. Doch! Erinnere ich mich dran, die Ische. Ja, klasse Film. Ich liebe den Film. Ich glaube, auf DVD war der sogar noch geschnitten, aber hier auf Blu-ray dann ungeschnitten. Ja, richtig toller Film. Kriegst du hier nicht mehr aufgestellt. So, weiter. Fargo. Okay, ich gebe zu, ich bin da nie so ein Fan von den Coen-Brüdern. War noch, ne? Ja, die Coen-Brüder. Fargo. Ist mir oft zu anstrengend, muss ich leider zugeben. Aber gut, ich habe nur einen geschenkten Gaul, ne? Eben. Schöne Edition. Ich habe ihn nur einmal gesehen, werde ich mir aber nochmal angucken. Jetzt, wo ich ihn wieder hab. Ja. Ja. Mal gucken. Jetzt kommt. Wird ja sehr gehypt, aber wie gesagt, ich konnte nicht so viel damit anfangen. Was? Will nicht stehen. Jetzt kommt Kim Basinger in 9,5 Wochen. 9,5 Wochen. Mickey Rourke, also noch aussah wie Mickey Rourke. Ja. Sieht er jetzt schrecklich aus? Ja, 1000 chirurgische Eingriffe, zerschlagen vom Boxen, also nicht mehr sehr hübsch anzuschauen. Ja. 9,5 Wochen. Jo. Und wer hat die Musik gemacht? Keine Ahnung. Joe Cocker. Oh, Joe Cocker, der Joe. Der Joe, yo. Yo. Und noch ein. Und zwar, ups. Sieh was. Ein Sommernachtstraum, William Shakespeare. Michelle Pfeiffer. Oh, wow. Das sieht aber allerdings ganz nett aus. Ja, muss ich auch gestehen, dass ich mich kaum daran erinnere. Ich weiß, dass ich ihn irgendwann mal gesehen habe, aber ich kann mich kaum noch daran erinnern. Sind das alles Mediabooks oder was ist das? Sophie Marceau, Le Boom, Calista Flockhart, Hope Everett. Kevin Klein. Sind das jetzt alles Mediabooks? Ja, alles hübsche Mediabooks. Oh. Also richtig noble Filmchen hier. Richtig fein.
Ah, es geht weiter mit den Zeitungen. Und ich gucke mir den Gesundheitscheck an. Okay. Also, lieber Ralf, richtig tolle Filme. Ja. Und vor allem eben Mediabooks. Boah, ist schon heftig. Jo. Wie gesagt, Dressed to Kill. Sowieso, ich liebe Dressed to Kill. Geiler Film. 9,5 Wochen habe ich damals auch zigmal in den 80ern gesehen. Ist halt, ne, ganz nett. Ein Erotik-Klassiker. Ein Erotik-Klassiker. Kim Basinger. Ja. Fargo war damals nicht so meins. Tag, an dem Erdestillstand, absoluter Klassiker. Zeugin der Anklage, auch absoluter Klassiker. Wege zum Ruhm, erinnere ich mich nicht mehr so ganz dran. The Train, ich meine, der hätte mir auch gut gefallen. Ich kann mich aber auch nur noch schwer dran erinnern. Sommer nach Traum hier oder Duell am Missouri, muss ich auch noch mal gucken. Muss ich auch meine Erinnerungen auffrischen. Jedenfalls richtig nett, die Filmchen jetzt zu haben. Davon hatte ich tatsächlich jetzt auf Blu-ray, außer Dressed to Kill, keinen einzigen. Jo, auf DVD habe ich auch nie gehabt. 9,5 Wochen, Fargo. Das habe ich nicht, sonst nicht. Zeugin der Anklage habe ich, glaube ich, auf DVD. Tag, an dem er stillstand. Wege zum Ruhm. The Train bin ich mir nicht ganz sicher. Sommer, ich glaube, ich habe den sogar auf DVD. Bin mir nicht sicher, aber. Und Duell am Missouri. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber das sind ja alles Blu-rays. Ja, ja, ich sag ja nur, welche ich davon auf der DVD noch hatte. Mhm. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Jo! Jo! Richtig nette Sache. Von daher bleibt mir nichts anderes zu sagen als meinen herzlichen Dank. Ganz fein. Ich sende liebe Grüße an das kleine Örtchen da, ne, wo du haust. Ich sende auch Grüße. Hast du sonst noch was zu sagen? Du hast gar nicht viel erzählt jetzt. Nee, ich kann nicht viel erzählen. Die Heizung ist hier so heiß, dass ich sterbe. Weißt du, wie das jetzt ist? Wenn ich hier nämlich sitze und die Lego-Modelle baue, dann sitze ich hier 1-2 Stunden und dann bläst die Heizung die ganze Zeit von unten. Ne? Boah, ich und ich merke das jetzt gerade auch wieder, weil wir haben einmal den Alkohol-Intus und dann bläst uns jetzt noch die Hitze so ein. Ja, wir sterben. Ja. Erzähl mal sonst, was hast du denn sonst? Und welchen Film möchtest du denn gucken? Welcher interessiert dich denn? Der hier. Welcher von Shakespeare. Der von Shakespeare. Ein Sommernachtstraum. Den möchte ich sehen. Der interessiert mich. Du, sie ist ja so die Romantikerin, ne? Genau. Kein bisschen. Doch, bin ich wohl. Ich verstehe noch was anderes unter Romantik als du. Der sagt immer, ich bin nicht romantisch. Das stimmt überhaupt nicht. Das war aber jetzt schnell gesagt. Ja. Willst du nicht über einen Western gucken? Nee, ganz bestimmt nicht. Kriegsfilme? Nee. Zweimal Kriegsfilme? Nee. Horror? Also Psycho. Das ist schon besser. Horror, Thriller, jo. Science Fiction. Nee. Hier Anklage. Gerichtsdrama. Nee. Na, ich krieg's einfach nicht. Erotik. Jo. So Eiswürfel am Kühlschrank und so ein bisschen rumsabbern. Ja, das ist okay. Jo, okay. Machen wir sowas. Ja. Versuchen wir mal. Wobei der Kühlschrank bei mir ist sehr hoch. Den kann man komplett umarmen. Aha. So, aber man kommt nicht ganz rum. Nee. Nee. Jo. Das einfach mal ganz kurz so, damit ihr das auch gesehen habt. Ja. Okay. Und was machen wir jetzt? Wir machen uns jetzt sowas von gemütlich. Ja, ne? Wir müssen jetzt den Kater irgendwie verhindern. Erstmal ja, den Kater verhindern und wir haben jetzt echt den richtigen Drehmarathon hinter uns. Mhm. Das war das letzte Video vor heute. Wir sind aber immer noch nicht fertig, wir müssen morgen weitermachen. Morgen müssen wir noch ein kurzes machen und dann ist Feierabend. Boah. Ja. Mann, aber was tut man nicht alles für den Fame, ne? So Influencer, wie wir sind, ne? Ja, total. Die zwar niemand interessiert, aber jo. Wir tun unser Bestes. Ja, ne? Einbildung ist auch eine Bildung. Eben, eben. Ja, also. Guckt euch das an. Ein mega Haufen. Richtig. Umsonst. Jo. Ja. Krass. Wenn man sich das jetzt wieder an Wert ausrechnet. Aber es war kein Briefchen dabei. Alles von Film. Stimmt, es war gar kein Liebesbrief dabei. Nein, ich hätte gerne einen Liebesbrief gehabt. Gar nichts. Ralf, warum sollen wir es denn dann vor der Kamera auspacken, wenn du uns gar nichts schreibst zum Lesen? Also Ralf, da das war auch nächste drin. Mal, falls es nächstes Mal gibt, möchte ich einen Liebesbrief. Okay, steht da was. Ja? Ja, hier. Lieber Andreas, du bist der größte YouTuber aller Zeiten. Ich sehe dich schon seit meiner Kindheit. www.blitzverlag.de steht hier. Ja. Oder über Telefonnummer. Ihre private Kleinanzeige. Ja. Ja. Oder immer. Nee, hier ist kein Liebesbrief drin. Nee, wir kriegen keinen. Wir haben ganz viel Müll von dir mitbekommen. Tierisches Fest mit sommerlichen Temperaturen.
alles vorbei. Im September war noch Sommer. Ja. Ja. So ist es. Okay. Okay, das war's. Das war's. Von daher, hat uns gefreut, ne? Hat uns sehr gefreut. Danke. Ist ja immer noch kuschelig, warum? Oh, ich versuche die ganze Zeit zu lächeln, aber innerlich verbrenne ich. Ich will eigentlich auch noch nach unten. Ich will jetzt eigentlich einen Kaffee trinken, weil ich habe heute, wir haben jetzt 10 Uhr, Viertel nach 10 und ich habe nur einen einzigen Kaffee heute. Oh, deswegen ist der so. Wir waren den ganzen Tag in der Stadt und so, haben für Silvester irgendwas besorgt und jetzt dann noch danach direkt nach Hause, schnell Videos gedreht. Oh, und jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Boah, weil das Paket kam nämlich, kam das gestern an oder heute? Heute. Heute kam das an. Heute Morgen. Ah, bin ich aus dem Bett geklingelt. Ja. Stimmt, stimmt. Er ist für dich, Ralf, aufgestanden. Ja. Im Schlafanzug habe ich deine Filmchen hier angenommen, beziehungsweise jetzt meine. Ja. Okay. Ja. Das war's. Okay. Von daher, macht's gut. Ich wünsche euch was und sage nochmal meinen herzlichen Dank. Und ich verlinke natürlich Ralfs Unboxing unten nochmal. Könnt ihr mal vorbeischauen, falls ihr ihn tatsächlich nicht kennen solltet. Ja. Jo. Okay. Jo. Sorgt dafür, dass er jetzt 2000 Abonnenten kriegt. Genau, hat mich gerade 1000 gemacht. Und ja. Und da waren wir ja. Und, ne? Okay. Gehabt euch selig. Ciao. Tschüss.